So, hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Es gibt ein weiteres Vorstellungsvideo. Ausgepackt ist es schon, das Mediabook von Das Pendel des Todes. Ja, wir gucken uns das Ding einfach mal an. So ganz in Ruhe, ob gemütlich. So schaut das gute Stück von vorne aus. Oder wie ich ja bei dem letzten Vorstellungsvideo gelernt habe, vielleicht auch so. Ich zeige es nochmal ganz langsam von oben nach unten. So. Hier das Bein, da brauche ich nicht viel zeigen, glaube ich. Hier dann die Rückseite, das Backmotiv. So, wer wissen will, was es geht, darf jetzt die Pause-Taste drücken und nachschauen. Es ist ein Film des älteren Semesters mit Vincent Price, das heißt wirklich nicht ganz neu. Der hat schon einige auf dem Buckel. Hier noch die technischen Angaben zur DVD und zur Blu-ray. In dem Mediabook ist immer beides drin enthalten. Hier die Extras. Wenn die Kamera gleich scharf stellt, könnt ihr auch sehen, was da an Bonusmaterial mit drauf ist. So, dann blättern wir mal durch. So, jetzt liegt's richtig. Hier die Blu-ray. Hier mit dem NSM-Logo. Was ja auf den DVDs meistens fehlt, weil es sich da meistens in der Regel um ein Repack handelt. Mal gucken, wie es jetzt bei der Scheibe aussieht. Hier oben noch MGM und Fox. Warum beide Symbole? Weil MGM von Fox übernommen wurde. Ja. So, dann gucken wir mal weiter. Auch hier gibt es wieder viel zu lesen, Bilder aus dem Film, aber eindeutig ist der Leseanteil hier größer und überwiegt gegenüber von den Bildern. Es ist, glaube ich, ein bisschen dünner wie das von der Körperfresser kommen, oder täuscht das? Kam jetzt ein bisschen arg wenig vor, kann aber auch täuschen. So, hier noch die letzte Seite und die DVD und hier gerade natürlich noch von gesprochen, ne? Hier ist es natürlich nicht so. Hier ist das NSM-Logo drauf. Bei Körperfresser kommen was nicht drauf. Da sah es eindeutig nach einem Repack aus. Ist ja auch wurscht. Hier hinten auch wieder ein Bild und das ergibt zusammen, glaube ich, auch wieder eine Einheit. So, dann tun wir das wieder rein. Wir tun dieses wieder rein. Wenn ihr keine Vorstellungsvideos, Unboxings und was es sonst noch auf diesem Kanal gibt verpassen wollt, dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Den entsprechenden Button findet ihr unter dem Video. Ja, das war's hiervon. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Und nicht vergessen, gerne auch mal Kommentare hinterlassen unter dem Video. Da freue ich mich am meisten. Bis denn. Wiedersehen.